Das ist ein wunderschönes Wohnmobil. Baujahr 1995, ein Clue-Trend auf MAN-Basis als, naja, ich nenne es mal Alkoven-Version, die da drauf ist, bei dem das Führerhaus ein bisschen getrennt ist und man unglaublich viel Platz auf kleinstem Raum hat. Ja, MAN, das ist so richtiges Trucker-Feeling, was dabei ist. Das heißt, ein richtiger LKW, das ist also kein Lieferwagen oder Brötchenwagen, sondern das ist ein richtiger LKW und der ist so schon wirklich sehr, sehr lange auf der Strecke. Und wir haben das Pärchen da, was natürlich da vorne ein kleines Emblem drauf hat und Fußballfans sind. Ich zeige es mal gerade, das werden sie uns gleich mal erzählen. Und ja, sie kommen aus dem Schwabenland. Ich grüße euch beide, die Susi, die nichts sagen will, hat sie gesagt. Ja, hallo Susi. Hallo. Das ist ein tolles Auto, oder? Ja. Das ist ein wunderschönes Auto. Du hast deinen Mann mitgebracht, ja. Wenn du dich mal kurz vorstellst, wie ist dein Name? Ja, ich bin der Rainer. Ja, ich grüße dich herzlich. Ich habe dich mal überfallen, weil wir sind auf der Suche nach historischen Fahrzeugen, die bald ein H-Kennzeichen kriegen. Ist das bei dir so? So ist es. Also wie gesagt, wir haben es ja vorher schon gesagt, Baujahr 95. Das heißt, Fahrzeug ist 25 Jahre alt. Ja, und in 5 Jahren, wenn das überlebt, dann wäre es soweit mit dem H-Kennzeichen. Ja, ich nehme an, dass du es auch selbst damals gekauft hast? Nein, ich habe es nicht gekauft. Ich habe es damals von einem, ja, vom Erstkäufer gekauft. Der hat mir erzählt, alle 4 Jahre sich ein neues Auto zulegt und im Prinzip eigentlich gar kein Camper ist. Der hat das Fahrzeug ausschließlich nur dazu benutzt, von zu Hause, von Koblenz, nach Griechenland zu fahren, weil er dort ein Haus hat. Und da seine Frau Flugangst hatte, wollte er auch entsprechend komfortabel reisen. Und deswegen hat er sich damals das Wohnmobil gekauft. Okay, das heißt nochmal, der ist seit wann in deinem Besitz? Ja, das Auto ist jetzt 15 Jahre in unserem Besitz. Und ja. Hält und fährt. Und man hat es natürlich nicht ganz klar. Das macht einfach Zeit der Zeit. Wir haben das Fahrzeug vor circa 10 Jahren dann. Vor allem was die Technik betrifft, hat man es auf Stand gebracht. Es war wichtig, dass einfach durch das, dass wir natürlich auch frei stehen. Das heißt, die Nutzung von dem Fahrzeug hat sich geändert. Und frei stehen heißt, du brauchst Strom, du brauchst Wasser. Du musst gucken, dass du dein Abwasser entsprechend auch bunkern kannst. Und deswegen haben wir das Fahrzeug so in den letzten 10 Jahren sukzessive umgebaut, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass ich seit 4 Jahren in Rente bin. Du bist Rentner? Ja, ich bin Rentner, gesunder Rentner. Und damit ist es natürlich so, mit der Rente verändert sich ja eigentlich alles, das gesellschaftliche Leben. Und ist das so? Ist so. Und damit auch das Urlaubsverhalten. Das heißt, diese sogenannten spontane Wochenendtrips, die entfallen eigentlich eher. Und wir haben uns jetzt so arrangiert, dass wir 2-mal im Jahr für längere Zeit ins Ausland fahren. In der Regel Anfang vom Jahr, Januar, Februar starten wir. Und das 2. Mal Ende August, September, Oktober sind wir dann unterwegs. Ja, was Tolles ist die Stehhöhe. Ich ahne schon Schlimmstes. Das heißt also, der hat wahrscheinlich, ich sag mal, eine richtig tolle Stehhöhe drin, gell? Ja, das hat er. Aber jetzt ist es so, durch das, dass der Fahrzeug im Gegensatz zu der heutigen Technik keinen Doppelboden hat, ja, ist das Fahrzeug in der Gesamthöhe eigentlich recht niedrig. Das Fahrzeug hat vorne am höchsten Punkt 3,35 Meter und ist eigentlich damit wesentlich niedriger wie heute diese Leiter von Concorde und Phoenix, die heute eigentlich erst bei 3,40 anfangen. 3,60 ist halt auch keine Seltenheit. Ja, das habe ich auch. Der Nachteil ist, du musst dir echte Gedanken um Bäume machen, um Hindernisse, die, ich sag mal, sehr hoch sind. Und tiefer Schwerpunkt ist natürlich Straßenlage auch, oder? Ja, im Prinzip hast du eigentlich kein Problem. Die schwere Dinge, insbesondere Wasserbehältnisse, liegen im Bereich der Hinterachse. Du hast die ganze Technik im Grunde genommen, Gastank, Batterien liegen eigentlich alles unten und deswegen ist die Straßenlage eigentlich unproblematisch. So, ich guck mal gerade runter. Das heißt, alles ist natürlich verkleidet. Das siehst du nicht. Es sind im Prinzip eigentlich lauter Kasten von außen von der Klappe her zugänglich. Ich hole gerade mal den Schlüssel, dann können wir mal uns das. Ja, mach das mal. Anschauen. Er hat zugemacht. Ich zeige es gerade noch mal komplett, denn
Was schön ist, ist die Optik oben mit der Stange, die er verlängert hat, sodass das Ganze natürlich wie aus einem Guss wirkt. Also für Baujahr 95 absolut modern. Wenn man damit irgendwo kommt, man glaubt doch gar nicht, dass es 95 ist. Ist eher so, könnte viel jünger sein. Ich hab eben gerade gesagt, es ist von der Optik her, sieht er ganz modern aus. Ja, man muss sich schon fragen, eigentlich heute gibt es ja noch viele Leute, die sich einen Clou kaufen. Man muss einfach wissen, dieses Fahrzeug wurde eigentlich in dieser Form circa 3-4 Jahre gebaut und es sind ja keine Stückzahlen hinterlegt. Das ist ein Manufakturauto, da sind 2 bis maximal 5 Auto pro Jahr gebaut worden. Absolute Qualität, oder? So ist es, ja. Man hat damals natürlich auch massiv gebaut, würde man heute natürlich aus Gewichtsgründen nicht mehr in der Form machen. Und diese kantige, eckige Form ist ein Klassiker und deswegen hat es auch seine Liebhaber, das Fahrzeug. Man kennt vielleicht, wenn man es mit Automobilen vergleicht, mit einem Mercedes-G-Geländewagen vergleichen, diese kantige, eckige Form ist eigentlich auch nie vergänglich. Und ich denke auch mal, der Clou wird seinen Platz im Wohnmobil-Historie auch einnehmen. Absolut, ja. Mach mal auf, ich bin mal schon ganz gespannt. Das sind jetzt nur mal die Batterien. Da drin, das sind in dem Fall 2x240 AH. Okay. Heute geht man natürlich her und steigt es in reine Nassbatterien. Heute macht man natürlich Lithium rein. Der Vorteil ist, wenn du heute mit 400 Ampere-Stunde Lithium fährst, dann hast du gegenüber der alten Technik doppelte Puffermöglichkeit, Batterievermögen und vor allem auch das Gewicht ist dann mindestens halbiert. Die beiden Batterieblöcke wiegen in etwa 120 Kilo. Sag mal, da vorne diese Wellen, ist das eine Schmelzsicherung, die drauf ist? Nein, ja. Das ist im Grunde genommen ein Schund, also ein Messwiderstand, okay. Wo ein Computer dran hängt. Okay, verstanden. Das heißt, du kannst dann genau sehen, was rein und raus geht. So ist es, genau. Okay. Der ist innen auf 24 Volt, oder? Nein, auf 12 Volt. 12 Volt. Ja. So, prima. Ja, das nächste. Ja. Bin da schon ganz gespannt. Da war ursprünglich war hier ein Generator drin. Ja. Der wurde damals fast serienmäßig verbaut von der Firma Onan, das ist ein Amerikaner, mit 3,8 kW. Aber das braucht halt kein Mensch mehr. Das war einfach Technik von gestern. Der Vorteil ist, der Onan hat natürlich zum einen den ganzen Platz eingenommen, wiegt auch circa mit dem Benzintank, mit einem kleinen, etwa 100 Kilo. Macht man halt nicht mehr. Das hast du auch nicht gebraucht. Das heißt, du hast jetzt Solarumdach, oder? Ich habe Solarumdach. Wir haben 550 Watt Solar. Und damit kriegen wir unseren Stromhaushalt, den wir benötigen, pro Tag auch erwirtschaftet. Ja, das ist so. Und natürlich im Winter geht es nicht, oder? Im Winter? Nee. Also sagen wir mal, diese Puffermöglichkeit mit dieser Batterietechnologie, nach 3 Tagen wäre es vorbei. Aber das so, auch im Winter 2-3 Tage würden halten. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo eine Steckdose am Platz hast, würde gehen? Überhaupt kein Problem, genau. So ist es. Ja, daneben, was ist da drin? Da ist nochmal, da ist ein Grund. Da ist der Gastank. Okay, ich habe einen Festtank. Das ist natürlich toll. Das heißt, du fährst zur Tankstelle, kannst laden? Ja, ganz normales LPG. Wobei natürlich anzuraten ist, dieses sogenannte Autogas ist ein Mischgas wie so Propan und Butan. Und was wir eigentlich nicht wollen, das ist Butan, das im Grunde genommen die Gefahr hat, dass es verrußt, vor allem Kühlschränke und die Heizungen. Und ich habe das Glück bei uns im Ort, die Tankstelle, freie Tankstelle, die hat das LPG in reinem Propan und insofern ist es natürlich drauf. Man kann fragen auch, muss man sagen. Also wenn man fragt, oft kriegt man dann auch eine Antwort. Kriegt man vor allem bei den kleinen Tankstellen, die große, das sind ja oft nur angelernte Kräfte, die wissen, sagen wir mal, über die Technik, über den Mischzustand des Gases oft wenig. Und der Füllstutzen, wo ist der bei dir, um den zu betanken auf der anderen Seite? Nee, ist hier. Man nimmt jetzt die Glasscheibe runter, ja. Schraubt hier dieses Teil runter und da wird dann die Gaspistole draufgesetzt. Alles klar. Ja.
Okay. Die schaltet ja automatisch ab, wenn der voll ist. Ich nehme an, dass du da auch einen Filter vormachst oder beim Tanken? Der ist hier drin. Ja. Das ist ein Reiter-Schmutzfilter, um letztendlich diesen, die Schmutzpartikel, die in so einer Großtankanlage drin sind, nicht in der Gastank zu bekommen. Was auch ganz realistisch ist, das Problem, oder? Ist nicht nur so dahergesagt. Ja, schön finde ich das hier mit den Saugnäpfen. Das ist ja lustig gemacht. Ja, können wir mal von der anderen Seite anschauen, ist vielleicht besser. Ich nehme an, das ist die Heckgarage, gell? Ich zeige mal gerade das Fahrzeug von hinten, dass man das mal sieht. Denn das ist ja die Optik, die man meist von hinten sieht. Er macht schon so ein richtig linermäßig aus. Ich nehme an, die Breite von 2,50 hat er, oder? 2,50, der hat die Maximalbreite. Also sag mal, wenn man das Fahrzeug, das täuscht ja, wenn man jemand fragt, wie lang es ist, dann wird es immer deutlich über 8 Meter eigentlich geschätzt. Ist nicht, der ist also 7,80 Meter lang, aber hat die Breite von 2,50 und durch das, dass er nicht so hoch ist, wirkt er natürlich bullig. Ja, ich habe auch genau 8 Meter ist meiner lang und mir langt's. Ich habe auch Querbetten hinten, ich weiß nicht, Längsbetten? Oder? Quer. Ja, das bei, ist bei super. Dieser Länge, bei dieser Länge geht es ja gar nicht. Bei mir total klasse. Alle sagen, wie kannst du nur Querbetten? Ich schlafe da wie im siebten Himmel. Ja, kein Problem. Super. Ja, das ist die Garage? Das ist die Garage. Bin ich ja mal gespannt. Fahrräder. Ist natürlich so. Zur damaligen Zeit hat man, das sieht man auf dieser Seite, die Tanks gebaut. Ja. Oben ist der Frischwassertank, drunter der Abwassertank. In Metallausführung. In Kunststoff. In Kunststoff, okay. Und hier drunter der Fäkalientank. Okay. Der Vorteil ist an dieser Unterbringung, das bringen halt die, sag ich mal, die Manufakturauto mit sich. Wenn ich hier diese Blechwand wegschraube, dann komme ich an die komplette Technik ran. Das heißt, wenn ich einmal ein Tankproblem habe, komme ich überall ran. Du kommst bei Morello überhaupt nicht mehr ran. Ja, der ist fest eingebaut und dann du kommst ran, aber dann musst du praktisch wie so ein Nadelöhr von hinten einmal quer durch. Ja, das macht natürlich bei Morello, bei Concorde, bei Flair, die haben alles das gleiche Aufbaukonzept. Ja. Die bauen zuerst auf dem Boden. Die legen zwischen den Rahmen die Tanks, dann kommt der Boden rauf, der Zwischenboden, dann kommen die vorkonfektionierte Möbelzeilen rein und dann kommen die Seitenwände, Vorderwand, Hinterwand, das Dach wird zusammengeklebt und erledigt. Das heißt, bei dieser Aufbauweise, die natürlich hochwirtschaftlich für den Unternehmer ist, aber du kommst natürlich, wenn du dann ein Problem hast, nicht mehr nachträglich ran. Der einzige, wo es als Anführungszeichen Seriefertiger noch analog aufbaut, nämlich zuerst die Kabine und dann der Möbel einbaut, das ist meines Wissens nach die Firma Phoenix noch. Mhm. Ansonsten macht es nur noch reine Manufakturen, wie zum Beispiel Vario. Ja, vorne sieht man sehr schön, dass ein Druckluftanschluss. Der Druckluftanschluss hat den Vorteil, hast du unterwegs einen Plattfuß, kannst du dich selber auffüllen. Entsprechend die Luftmatratze. Ja, natürlich. So, der hat ja Luftbremsen, nehme ich an. Luftbremsen, jawohl. So, hier vorne hast du eine Außendusche mit richtigem Anschluss. Ja. Das macht einen coolen Eindruck, oder? Ja, ist so. Warm, kalt. Ja. Braucht aber für den Hund, wenn er ab und zu aussieht wie... Wie Sau. Und halt noch mehr. So. Ich hab's ja gesagt, nicht du. So, hier vorne sieht man es. Ja, Hund und Wohnmobil, das gehört einfach dazu. Und ihr habt den Hund im Fahrzeug untergebracht? Natürlich. Ja, ein Teil der Familie. Ich zeig mal gerade die Markise. Die ist noch original, der Stoff? Nee, das ist schon die zweite Markise. Die erste Markise hat sich vor rund 12, 13 Jahren verabschiedet. Im Sturm, oder? Im Sturm. Ja, meine auch. Im letzten Jahr. Also wer jemals sagt, das kann einem nicht passieren, der lügt. Es geht ganz schnell. Ja, es geht sehr schnell. Und vor allem, wenn man nicht aufpassen kann, der Folgeschaden viel, viel höher sein wie der eigentliche Markiseschaden. Denn man muss sich im Klaren sein, die Markise ist in der Regel ja an die Seitenwand geklebt durch Halter. Ja. Und wenn sich jetzt die Markise übers Dach bewegt, wenn man sie nicht vorher angegurtet hat, dann reißt einem die Halter wahrscheinlich raus und dann hast du ein Problem und einen hohen Schaden an der Seitenwand, wenn es ganz dumm läuft. Ja, die hat jetzt 5,50, meine hat 7 Meter. Kannst du dir vorstellen, das ist ein richtiges Segel, was ich dran habe. Und das ist saugefährlich. Also man muss da wirklich aufpassen, festmachen, am besten einziehen. Das ist, sobald Wind kommt. Immer. Und dann, wenn sie draußen ist, so wie wir es haben, richtig festgurten. Ja, was Tolles, ihr habt hier so einen Sonnenteil dran gemacht. Das ist wirklich sehr praktisch, oder?
Ja, das war eigentlich, wir hatten es vorher auch nicht, aber durch das, dass man den Hund hat und wenn wir unten im Süden sind und dann kriegst du noch mehr pralle Sonne ab, dann ist das natürlich ideal, weil du tust den ganzen hinteren Raum dadurch abschatten und durch die Perforierung hast du kein Problem, bildest Das im Grunde genommen kein Sonnensegel und ist eigentlich ideal. Schöne ist, es sieht doch keiner so richtig rein. Du kannst prima rausgucken, aber du hast so ein Ja. klein wenig Privacy. Ja, du hast natürlich etwas mehr Privatsphäre, ne? Das ist ganz klar. Das ist schön Ja. gemacht. Also was mir gut gefällt, oben ist dieser Bügel, der dem Ganzen so, ich sag mal, einen Abschluss bildet und wahrscheinlich die Anlagen obendrauf noch schützt, gell? Ja, das ist eigentlich von der Firma mehr optische Gründe, Ja. diese Dachreling. Sieht aber schön aus. Das Ja, heißt, ja. wie aus einem Guss. Ist so, ja. Ja, von Thule übrigens. Die habt ihr noch nicht so lange, oder? Hier, die Seitenwand. Die Seite war näher, ja. Ja. Und das ist gut von Thule? Ja, ist gut. Die Qualität ist gut. Man muss sich halt nur umschauen, die Preisunterschiede bei solchen Artikeln, wie es leider Gottes im Camping oder überhaupt im Hobbybereich üblich ist. Die haben Richtig. sehr große Spannbreiten, also da ist Umsicht wichtig, weil 30% Preisunterschiede sind ja nicht an der Seltenheit. Ja. Ja, ich zeig mal hier vorne, du hast einen ganz tollen Stuhl, den hast du schon sehr lange. Was ist das für ein Hersteller? Kann ich dir nicht mehr sagen. Der Weißt du nicht Stuhl, mehr. den Stuhl haben wir seit 20 Jahren. Und er hält leider, oder? Ja, der hält immer gut. Ja. Vor allem ist es ein Stuhl, was wichtig ist beim Stuhlkauf, er muss leicht sein und vor allem, wenn man ihn zusammenklappt, muss er so schmal wie möglich sein. Das sind zwei Kriterien, wo man aufpasst und wo wir noch Wert drauf legen, ist, dass er eine hohe Rückenlehne hat, wegen dem Kopfanlehne. Das sind so die Ich Kriterien. zeig das mal bei der Susi hier. Die ist nämlich ganz entspannt hier an der Seite. Unser Model Susi mal. Aber das ist schon super bequem da, oder? Ja, sehr bequem. Und die Auflagen, also ich muss sagen, Stühle, man kann sich so dermaßen verkaufen bei Stühlen, gell? Und ich sag mal, richtig schöne, bequeme Stühle zu kriegen, ist gar nicht so einfach. Ihr habt die jetzt seit Nein. 20 Jahren. So, ich zeig mal gerade den Aufstieg, denn das ist natürlich der Hammer. Allein hier diese Treppe, die sieht schon so aus wie, als ob sie nie mehr kaputt gehen würde. Sie war schon mal kaputt? Nee, die war doch nie kaputt. Es ist so, wie Sie sagen, die Treppe drückt nicht nur die Wertigkeit aus, sondern sie ist es auch. Das heißt, wenn ihr jetzt jemand gut beleibt, aus dem Wohnmobil mit einem Fuß runtertritt, dann darf man ja nicht vergessen, da kommen ja enorme Kraftspitzen. Und die handelsübliche Treppen, wenn die nicht entsprechend befestigt sind, da sind ein richtiger Stahlkorb hin, dann machen die das in der Regel nicht lange mit. Aber die Treppe eigentlich unkaputtbar. Ja, das Schöne ist, man sagt auch Langfingern, das hier ist kein normales Wohnmobil, hier hast du Spaß mit. Das heißt, die gehen wahrscheinlich dann zum nächsten, oder? Hoffentlich, hoffentlich. Ich nehme an, ihr hattet noch nie ein Problem, oder? Nein, aber man darf sich natürlich eines, muss man sich im Klaren sein. Ein Wohnmobil, du kannst noch so viel Schlösser und Zeug reinmachen, ist ja kein fahrender Safe. Und irgendwo hast du immer deine Schwachstellen. Und da muss man sich manchmal schon überlegen, ob es denn nicht besser ist, in Gottes Namen dem Langfinger den Zugang ins Wohnmobil zu ermöglichen, weil der Flurschaden, den er vielleicht anrichtet durch Brecheisen und so weiter, nachher am Fahrzeug viel, viel größer ist, wie das, was er nachher vielleicht aber auch mitnehmen kann. Na gut, da ist ja noch jemand, wenn du mir kurz den Namen sagst von dem Hund. Daisy! Daisy. Jawohl. Ein Weibchen. Ein Weibchen. Ja, Was? die ist jetzt 4 Jahre alt. Sie ist hübsch, oder? Und ja, ist hübsch. Hat auch viele Anhänger, Freunde. Und vor allem, was wichtig ist, sie fährt gerne Auto. Ja, das, was ja leider Gottes nicht jeder Hund gern mag. Aber da haben wir Gott sei Dank überhaupt keine Probleme. Die sitzt vorne bei uns angeschnallt mit dem Fahrerhaus und genießt die Fahrt. Sehr schön. Ja. Ja, wenn du mal so lieb bist, mal vorgehst, denn die Raumhöhe, die habe ich eben schon erwähnt. Ich habe sie vermutet, aber sie ist wirklich riesig. Ich sehe es jetzt schon. Warte, ich komme mal mit rein. Ein kleines Treppchen mit dabei. Es geht zur Not auch ohne ein kleines Treppchen, oder? Hier unten rein. Und das ist ja der Wahnsinn, ne? Die Stehhöhe. Ja, das ist so. Also die Höhe ist, wie gesagt, aufgrund dessen, weil er hat auch keinen doppelten Boden, wo in der Regel heute bei den Wohnmobilen so 30 cm ausmacht. Das hat man hier natürlich jetzt 1:1 in der Höhe. Ne? Ja, schön ist, du kannst dich hier vorne hinlümmeln mal, wenn du mal Fernsehen gucken willst. Das geht, Ja, oder? ist schön. Man kann auch hier zubauen, dann hat man eine Rundecke.
Sagen wir, diese Art der Möblierung ist ja bei vielen Wohnmobilen üblich. Ja. Ich zeig mal gerade so ein kleines Detail. Da vorne ist der Alkoven drin. Da Das ist der heißt, Alkoven drin. du schläfst ab und zu mal da? Nö. Ich schlafe dann da, wenn einer von uns beide krank ist. Ja, darf ich Das da, darf ich da mal reingucken? Oder? ja, natürlich. Ich will nur mal gerade mal die. Der Vorteil ist der beim Alkoven, wenn er nicht genutzt wird, dann ist es Bühnenraum. Stark, oder? Ja, du kannst im Prinzip deine Wäsche, die du dann einfach verbrauchst, kannst du hier zwischendeponieren. Du musst nichts umbauen, du kannst Hast nichts, das genau. Bettzeug da liegen Ja. lassen. Es ist unterbelüftet, wie ich sehe, also richtig toll Ja, von der Qualität. ist eine Heizung sogar mit drin. Ja, ich hatte den Federkern Zeig mal. von Froli. Ne? Damals schon. Ja, Krass. das war damals schon eigentlich. High-End, oder? Wahrscheinlich, ja. So, hier vorne, da ist der Durchgang dann zum Fahrhaus, wenn man will, oder? Ja, wenn man will. Heute hat man im Prinzip Schiebetüren. Ja. Damals hat man bei dieser Variante im Grunde genommen die Seitenwand, das was wir hier sehen, Ja. ist nichts anderes wie die Seitenwand. Nämlich knapp 50 mm Wandstärke hat die dann mit Kunstleder bezogen, Schaum dahinter. Durch die Verriegelung ist sie absolut einbruchsicher. Aber was halt wichtig ist, wenn du im Winter Urlaub machst, ich nehme sie gerade mal schön raus, dann kann man Ja, es besser sehen. genau. Ah, das geht auch ruckzuck, oder? Mit der Ja, es Wand. geht. Die Liege wird dann oben in den Alkoven rein. Dadurch hast du auch keine Probleme, das Ding irgendwo zwischen zu deponieren. Ja, stark ist in der Mitte ist der Hund, oder? Da ist der Hund. Der wird Ja, angeleint. der wird angeleint, ja. Und der fährt mit und schaut vorne raus zur Windschutzscheibe. Wenn er müde ist, liegt er bei meiner Frau mit dem Kopf über die Füße. Das Starke ist beim Alkoven, dass du den Wohnbereich komplett trennen kannst. Das heißt, du bist nicht im Auto drin, gell? Genau, so ist es. Das ist der riesige Vorteil, denn eines muss einem klar sein. Der Autobereich, der Stirnwandbereich ist und bleibt immer die Schwachstelle bei jedem Wohnmobil. Ja? Und wenn jemand jetzt sagt, er ist ein absoluter Wintercamper, dann ist eigentlich der Alkoven, was das Abschottung der Temperaturen, der Wärmedurchlässigkeit betrifft, das Maß aller Dinge. Ich zeige es mal gerade oben. Ihr habt ein ganz großes Fenster drin. Klimaanlage auch hier? Nö, braucht ihr Nein, nicht. hatten wir. Die war ursprünglich mal hier, da wo jetzt der Ansatz ist. Ja. Aber durch das, dass wir freistehen, ist eine Klimaanlage einfach nicht machbar. Die braucht zu viel Strom. Und wir vermissen es auch nicht. Ja. Ja, Deswegen hat man die vielleicht rausgenommen damals. manchmal, wenn es sehr feucht ist. Das war immer so das Einzige, wenn du so in Italien bist und du hast so 28 Grad nachts bei 100% Luftfeuchtigkeit, da wünscht man sich schon mal eine Klimaanlage. Wenn du Fremdstrom hast, Ja. dann ja. Hast du keinen Fremdstrom, Dann brauchst du, kannst du auch nichts hast mitmachen. du ein Problem. Oder brauchst du einen Generator, aber da wird sich dann dein Nachbar drüber freuen. Ja, das stimmt. Ja, du hast eine ganz tolle, wenn du gerade nochmal zumachst, bitte, das Ja. war, genau, dann zeige ich nochmal gerade. Man macht zu, dann ist man auch komplett abgeschottet. Dann Das ist heißt, es komplett abgeschottet. wenn einer ins Fahrerhaus Ja. reinkommt, der kommt erstmal da rein, der kommt hier nicht mehr rein. Ich verriegel dann praktisch hier viermal und dann ist vorbei. Genau, und jetzt lege ich mich mal ganz kurz hier in die Ecke und Ja, zeige mal gerade super. das Raumgefühl, dass man das mal sieht, wie toll das ist. Ihr habt hier ganz große Schränke drin, das Ganze ist ganz massiv. Ja, ich sage ja, das Fahrzeug aufgrund eigentlich, dass es im Innenraum, man muss sich jetzt ja im Klaren drüber sein, die 7,80 Meter, musst du jetzt ja fast 2 Meter abziehen durchs Fahrerhaus, bringt eigentlich aufgrund der Breite, und das macht eigentlich das Fahrzeug in räumlich trotz alledem noch ein sehr, sehr, sehr großer Eindruck hinterlässt es. Stark ist die Stehhöhe. Das heißt, wenn du jetzt groß bist, du bist jetzt wie groß bist Ich du? bin 1,72. Für mich ist es fast zu groß. Vor allem für die Schränke oben. Ne? Okay. Ja. Gut, ich habe ja gesehen, ihr habt ja die kleine Stufe, die werdet ihr wahrscheinlich drinnen auch verwenden, oder? Wenn ihr mal ganz hoch dran kommen müsst. Für welche Stufe? Die Stufe, die draußen steht, die kann man auch drinnen verwenden. Ja, da haben wir separat einen Separate. in der Dusche stehen. Ja, du bist Schwabe, richtig? Jawohl, ich bin Schwabe. So, die Schwaben sind ja sparsam, wie man so sagt. Ist das ein Auto, wo man sich nicht verkaufen kann? Sich man nicht verkaufen konnte. Er wird ja Ja. leider Gottes nicht mehr baut. Die letzten Clues sind meines Wissens nach 2008 bei Niesmann Bischof gebaut worden. Man hat sie dann damals komplett outgesourced. Auch die Leute, die damals dieses Auto gebaut haben, in Handarbeit im Grunde genommen, die gibt es nicht mehr. Und ja, das war einfach, ja, ist Geschichte des Autos zwischenzeitlich. Ich sag mal gerade, ein kleines Detail ist der Backofen.
Der ist natürlich klasse, oder? Ja, der ist klasse. Den braucht man hin und wieder, entweder zum Pizza machen oder einfach zum Aufpacken. Und drunter, was ist da drin? Kleiderschrank. Kleiderschrank, okay, super, ja. Kühlschrank, wo ist der? Hier vorne? Der ist natürlich im Vergleich zur heutigen Zeit klein. Aber damals war der riesig, gell? Der bietet 110 Liter. Mhm. Heute fängt es ja teilweise erst ab 140 Liter an. Man muss sich natürlich aber auch immer klar darüber sein. Wie gesagt, wir stehen frei. Mhm. Und da wäre ein 200 Liter Kühlschrank vom Stromverbrauch wenig effektiv. Ihr habt mir erzählt, dass ihr einiges renoviert habt. Die Technik innen, was habt ihr neu gemacht? Ja, also im Prinzip hat sich, also zum einen hat man irgendwann einmal die Sitzbezüge hat man frisch bezogen. Man hat die ganze Technik, das heißt insofern die ganze Ladeautomaten, die Wechselrichter, die Solaranlage. Eigentlich alles, was mit Technik zu tun hat, hat man die von den Geräten her in den letzten 10 Jahren alles erneuert. Das macht auch Sinn, glaube ich, ja, allein hier. Das ist ein ganz normaler Verschleiß, wo du hast. Und vor allem die Technik hat sich ja in den letzten Jahren in der Richtung ja gravierend geändert. Und wenn du einfach angewiesen bist, beim Freistrehen auf in kürzester Zeit viel Strom zu haben, dann musst du mit der Technik nachziehen. Aber toll, damals schon die Küche natürlich eingebuchtet, ja, dass man überall gut rankommt. Ist so, vor allem 2 Becken. Gerade fürs Spülen ideal, wenn du hier spülst, kannst du hier das Geschirr reinstellen und das Abwasser läuft dann weg. Du hast nicht irgendwo eine Wasserpfütze. Habe ich auch, 2 Becken. Allerdings sehr, sehr tief. Ich komme noch ran, meine Frau schon nicht mehr. Hinten drin, was da drin? Das ist kleine Müll, oder? Ja, das ist im Grunde genommen eigentlich ein kleiner Müllbehälter. Ach so, das heißt, wenn jetzt schnippelt zum Beispiel, ja, Gemüse und so. Genau, und dann kann man das da reinwerfen und da ist ja ein Einsatz drin und wirft ihn ganz normal wie zu Hause in Mülleimer. Schön ist auch hier beim Alkoven, du bist relativ hoch trotzdem noch. Das heißt, du guckst von oben nach unten. Wenn einer vor dir steht, kannst du über den Wohnwagen gucken, oder? Ja, fast, ja. Ja, ist so, ja. So, hier vorne hast du Abluft? Das ist Abluft, ja. Das ist Abluft. Aber neu, es ist eine Umluft eigentlich. Es ist keine Abluft. Sonst müsste ich einen Ausgang irgendwo entweder an der Seitenwand oder am Dach machen. Ein Filter oder was? Wollte ich nicht. Ich wollte Filter und für die paar wenige Sachen, wo wir es brauchen, tut es auch. Ja, Kramer gibt es glaube ich gar nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Die sind ja zwischenzeitlich alle von diesem schwedischen Unternehmen, hat ja alle aufgekauft. Aber ist damals geht nach wie vor noch, oder? Ja, es ist kein Problem. Ne? Kannst du mal demonstrieren? und? Ja, ja. Wie damals bei meiner Oma. Ja, so ungefähr. Nee, ich habe dasselbe jetzt. Also Thema Gas, es gibt ja nichts Besseres, wenn man steht vom Energiewert her. Aber ich denke, dass wir auch in der Richtung in der Zukunft eine Trendwende kriegen. Das hat ausschließlich was mit der Lithium-Technologie zu tun. Du kannst heute tatsächlich relativ viel Speicherplatz mit den Batterien bei geringem Gewicht einkaufen. Und irgendwann einmal kommt dann der Switch, wo man sagen kann, ich kann komplett auf Gas verzichten und man macht die Heizung dann über Diesel. Ja, und dann wäre das Auto eigentlich gasfrei. Ich denke, das wäre auch dem einen oder anderen, der mit Gas so seine Problemchen hat, sicherlich nicht unrecht. Aber das ist der Trend und so wird es auch kommen wahrscheinlich. Jetzt muss man sagen, man muss keinen Gastank haben, um sich umzubringen. es langt auch eine Gasflasche. Ja. Das ist aber so, wenn man das regelmäßig wartet. Also man hört ganz wenig von Gasunfällen, also viel mehr wird darüber gesprochen, als es tatsächlich passiert. Ja, also ich denke mal, was ganz wichtig ist, man hat ja nicht die gesetzliche Verpflichtung, aber ich denke die Versicherungspflicht, dass man alle 2 Jahre sein Fahrzeug der Gasprüfung unterzieht. Und das sollte man auch tun. Das ist ja auch, denke ich, ein Stück Lebensversicherung für einen selbst. Ich zeig mal ein kleines Detail. Du hast den Fernseher. Ja. Der war schon vorher da. Okay. An der Stelle, zeig mal bitte, wie das geht. Der war da, wo jetzt der Backofen ist. Ja. Und irgendwo musste er ja hin. Ja, dann klappt man raus und erledigt. Ist das original, das Gelenk? War das dafür gedacht oder war es ein Standfuß? Die kann man kaufen im Zubehör. Für Dachmontage? Für Dachmontage, ja. Oder Seitenmontage. Kann man auch auf einen Wagen drauf montieren, auf einen Schiebewagen. Ich muss das haben, ja. Ich brauche nämlich einen größeren Fernseher bei mir. Ich weiß aber nicht, wohin. Ah, da gibt es da noch bessere. Da gibt es welche. Zum Drehen, gell? Wo man da noch ausziehen kann. Also das musst du dir anschauen. Du musst ja mal hinschauen und musst ja mal schauen, was ist für dich
noch machbar? Guckst du die ganze Zeit zu hoch, tut dir mit der Zeit das Knick weh? Ja. Also das musst du selber mal erhöhen, schaffen. Und da gibt es heute schon Auszüge, die zum einen auf dem Dach sind und dann auch noch nach unten gefahren werden können. Gibt es auch motorisch. Sehr schön. Ja gut, ich werde ja auch nicht jünger. Hier vorne das Autoradio, das ist auch ein schönes Detail. Das heißt, es tut seinen Zweck. Man kann damit SWR 4, nee, was hörst du SWR gerne? SWR 3. SWR 3 hörst du, immer noch. Immer und SWR 1. Ich habe gedacht, du schaltest jetzt schon um zu SWR 1, zur Steffi Stronzig. Ja, so ungefähr, ja. Nee, SWR 3 ist immer noch so der Haussender, ja. Ja, da vorne SAT-Anlage vollautomatisch habt ihr am Dach? Ja, das ist klar, das ist halt einfach Standard, gehört dazu. So, ich zeig mal euer Bett, wenn ich mal kurz rein darf. Dazwischen ist natürlich die Dusche, die ist richtig groß. Ihr duscht aber nicht hier drin? Doch, wir duschen, aber es ist natürlich so, wenn du unterwegs bist, hast du Sachen dabei. Hier jeden Tag ist das Futter vom Hund, das ist Trockenfutter, ist da mit deponiert. Und das sind 3-5 Liter Behälter, die haben Wasser. Und zwar haben die diese Bewandtnis, wir benutzen grundsätzlich kein Wasser zum Kochen oder zum Trinken, das aus dem Tank kommt. Mhm. Obwohl wir eine Filteranlage entsprechend drin haben, ist es nicht garantiert, dass dein Tankwasser, das ja teilweise in Wassersäcke über den Winter auch steht, keimfrei ist. Und deswegen nehmen wir immer separates Wasser. Mache ich auch. Ich nehme es aus Flaschen, muss ich dazu sagen. Ja, wir haben auch so ein, genau, aber da, das ist ja jedem seins über Wasser. Ich hatte vorher sogar einen zweiten Wasserhahn hier. Warte, ich zeig's mal. Da vorne, das haben auch viele, gell? Der ist jetzt abgeschlossen und zwar ein zweiter Wasserhahn. Und dieser zweite Wasserhahn ist über einen Spezialfilter, den man in der Schweiz beziehen kann, angeschlossen aus vom Militär. Aber du hast immer einen riesen Hype, das Ding zu wechseln. Und zum anderen sind sie auch nicht billig, die ganze Geschichte, ne? Mhm. So, ich zeig mal gerade ein kleines Detail. Das ist ja mal ein Handtuchhaken, oder? Ja, IKEA. Echt? IKEA? IKEA. Edelstahl. Ja. Und funktioniert. Und hebt. Und hebt. Süß. Und hebt. Ja, Bett. Ja. Ich habe ja auch ein Querbett. Dass das übereinander drüber steigen, ist es so schlimm? Ja, man gewöhnt sich dran. Ja. Okay. So, sehr schön. Und hier ist Bad, oder? Ja, Bad. Boah, ist ja groß. Das heißt, hier ist das Klo. Toilette, ja. Festtank, ja? Ja, Festtank, Spiegelschrank hier und Spiegelschrank dort. Achso, es hat jeder seinen eigenen. Dass jeder seinen eigenen hat, ja. Das ist natürlich auch gut. Und die Festtanktoilette, die sitzt direkt über dem Tank? Die sitzt direkt über dem Tank. Das heißt, es fällt einfach rein. Ja, der Vorteil ist, im Grunde genommen ist es technisch betrachtet ein Plumpsklo. Ja. Ja? Die andere Variante ist, wenn der Fäkalientank dezentralisiert sitzt, dann braucht man den Häcksler. Ja. Aber Häcksler, das muss man einfach wissen, sind auch anfällig, technisch. Der Ehering. Und wenn du dann mit dem Ding, wenn du unterwegs bist, technische Probleme hast, dann kommt Freude auf. Ja, ich habe immer einen zweiten dabei, einen zweiten Motor. Ich komme auch von außen gut ran. Wenn sie nichts hinbekommen haben, nee, das war Spaß bei Morillo, der ist von außen gut zugänglich, muss man sagen. Okay. Das ist schon wieder IKEA. Also das ist, der ist interessant. Der ist noch zu haben, hier der Halter? Was weiß denkst du? Weiß nicht. Ich weiß nicht. Die gibt es in alle Felder, in alle Größe und Längen und Breiten. Die sind echt schön. Darf ich in einen Schrank mal reingucken von der Tiefe? Ja, das mal. In welchen möchtest du? Ja, der ist gut. Der ist auch schräg oben. Das heißt, man hat eine ordentliche Tiefe, einen Vollkorpus. Das ist der riesen Vorteil. Du hast bei den Schränken wirklich die Tiefe. Hm. Und es klappert nichts. Ja, das sieht davon an, wie man stapelt. Ne? Vollluftfeder habt ihr hier drin? Nein, keine Vollluftfederung. Hubstützen? Auch nicht. Auch nicht. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig, oder? Ja, bei dem Fahrzeug war das eher ein Gewichtsthema damals. Also das Fahrzeug hat ja 7,5 Tonnen. Achso, es hat immer noch 7,5. Hat immer noch 7,5 und ich will das auch nicht auflasten lassen, dann gibt es schon wieder Restriktionen im Führerschein und mit behördlichen Dingen. Aus dem Grund hat man das Fahrzeug jetzt vom Gewicht her so getrimmt, dass wir rankommen. Aber Hydraulikanlage für das Fahrzeug, da brauchst du schon mal eine Anlage, die kostet, wenn du deine Hydraulikanlage reinmachst, die wiegt nur mal 80 Kilo und das fällt da. So, wir gehen mal raus. Ich bin ganz begeistert wieder mal. Baujahr 1995. Die Treppe ist aber schon so, wenn ich jetzt gehbehindert bin, schon aufpassen, oder? Die ist relativ steil. Da müsste man in dem Fall, ich habe schon Konstruktionen gesehen.
mit einer separaten Treppe, die war dann in der Garage, dann ist die dagegen gefahren, Okay, aber dann hast du okay. eine Gangway. Ja, es geht schon. Also das Ja, ist geht so schon. bloß Vorsicht. Aber das ist. Nee, man muss noch anders sagen. Die Treppentechnik bei Clou, die hat sich ja in den darauffolgenden Jahren auch weiterentwickelt. Und zwar die heutige Treppen oder die letzte Treppen, wo sie gebaut haben, die hat eine dritte Trittstufe. Damit ist Okay. alles viel enger. Aber der technische Aufwand, der wird dann richtig groß. Denn diese Treppe, die hat eine bestimmte Höhe. Und beim Reinklappen, ich demonstriere es mal, geht natürlich eine vierte Stufe nicht. Ne? Sondern, Also, die muss ich dann falten. ja, das geht ja wohl genau. Unten ist praktisch, liegt eine Stufe auf der Stufe. Ja. Und beim Rausfahren kommt dann über eine zusätzliche Mechanik du die letzte Stufe nach unten klappen. Gut, aber hier habe ich das Gefühl, da kann nichts kaputt gehen. Das ist irgendwie wie aus Eigentlich einem nicht, Guss, oder? eigentlich nicht, eigentlich nicht. So, ich bin ganz begeistert. Hier vorne noch die Clou-Abschlüsse. Das sind die zwei Reifen, die kann man wunderbar Ja, von außen befüllen. Das ist auch ein ja. kleines Detail. Ja gut, da macht man dann die Ventile, die kriegt man halt im Reifenhandel praktisch Verlängerungen ran und über die Radkappe sind dann diese Verlängerungen dann befestigt. Sehr schön. Ja, vielen Dank erstmal Susi und der Hund. Wenn du mal kurz mit mir mitkommst, dann machen wir die Abmoderation. Da unten sind wahrscheinlich die Schläuche für die Entsorgung mit drin, gell? Ja, das, was Sie da hinten sehen, das ist im Grunde genommen, wenn man mal an einer Entsorgungsstelle steht und kommt nicht so ran, dann ist hier ein Schlauch drin, den kann man hier unten anflanschen und hat damit keine Probleme. Also ich kann theoretisch bis zu einer Länge von 6 Meter überbrücken. So, genau der Name von dem Fahrzeug, Clou Trend. Clou Trend 77G. 77G, Ja. Baujahr 1995 auf Basis MAN. Was ist das für einer? Ja, das ist der L2000 mit 6 Zylinder, 220 PS. Das war damals bei dieser Fahrzeuggeneration Standardmotorisierung. Das heißt, der braucht wahrscheinlich bei Tempo 100 1400 oder was? Der braucht, also wir fahren das Auto in der Regel zwischen 90 und 100 und da braucht das Auto in etwa 16 Liter. 16 Liter 16 Liter auf 100 bei PS. 1400 Umdrehungen ungefähr. Ja, 1500 Umdrehungen. Ja. 1500. Das heißt, der fährt wirklich ganz smooth, ist gebaut für ganz, ganz lange Laufzeiten. Das heißt also, ich kann mit dem wahrscheinlich locker 500, 600.000 Kilometer fahren. Ja gut, das Fahrzeug ist ja gedacht eigentlich für den gewerblichen Einsatz. Und es ist ja heute keine Seltenheit, dass im Jahr bei solchen Autos 200.000 Kilometer drauf gefahren wird. Also der Motor muss eigentlich deutlich über 1 Million Kilometer aushalten. Wenn der jetzt lange steht, so Standschäden sind nicht zu erwarten, oder? Ja gut, also grundsätzlich ist es so, ein Fahrzeug mit Luftbremse, LKW, tun es immer weh, wenn er steht. Ja, alle Wohnmobile. Aber bei uns steht das Wohnmobil in der Regel ja, 4, 5 Monate. Ich bewege ihn schon mal ein bisschen, aber im Grunde genommen, man soll es auf ein erträgliches Maß belassen. Ja, sehr schön. 8224. Clou Niesmann Bischoff. Einer von ganz wenigen, die gebaut worden sind. Aus Baujahr 1995. Hier unten noch ein kleines Detail. Du hast Druckluftfanfaren. Die machen Dampf. Die machen Dampf. Ja, die machen Dampf. Und du hast dann das Gefühl, du bist oben an der Nordsee und es ist dichter Nebel. Was auch manchmal ganz wichtig ist, denn ich sag mal, Leute zu warnen ist auch wichtig manchmal. Ja, so ist es. Wenn Genau. man den Platz verlässt, Ja, du. will man den Leuten ja auch sagen, dass man geht, oder? Ja, im Prinzip ist es Spielerei. Ja, vielen, vielen Dank. Deinen Vornamen nochmal? Rainer. Rainer. Aus welchem Ort kommst du? Ja, ich komme aus dem Rande vom Nordschwarzwald wohnen wir. Wir wohnen in Wilberg. Wilberg ist ungefähr 35 Kilometer von Stuttgart weg. Und wie gesagt, der Schwarzwald ist gleich in unmittelbarer Nähe. Traum, oder? Landschaftlich schön, ja. Ja, wir sind jetzt hier in der Mosel, die ist auch schön. Wunderbar, wunderbar. Man sieht es ja. Das ist ja auch der Grund, warum wir hier hochkommen. Denn Flüsse gibt es bei uns eigentlich auch. Aber hier stimmt eigentlich das Gesamtpackaging. Man hat schön die Weinberge dahinter. Temperatur ist eigentlich auch immer fair ausgeglichen hier und insbesondere der Platz hier in Glyserath. Und deswegen kommen wir ja schon seit 15 Jahren her.
Der bietet einem auch die Annehmlichkeiten, dass man schön großzügig frei stehen kann. Ich zeig das mal gerade. Also das ist normalerweise gar nicht möglich. Du stehst praktisch nicht in ein paar Zellen, die fest abgegrenzt sind, sondern jeder kann sich so nahestellen, wie er will. Wenn man seine Ruhe will, stellt sich an den Rand. Ansonsten kannst du auch einen Hotspot, oder? Genau, um das geht es eigentlich. Das ist eigentlich das, was man, wenn jemand sagt, er ist Camper, dann will er eigentlich diese Freizügigkeit und möchte nicht dieses Parzellierte, wo du dann 2 Meter voneinander wegstehst und im Prinzip immer auf eine Wohnmobilwand schaust, sondern hier, das ist der Platz, wo er eigentlich diese Großzügigkeit bietet. Stark, oder? Weltklasse. Super, ja. Vielen, vielen Dank und ja, auch danke für deine Freizügigkeit, mal das Fahrzeug zu zeigen, denn ich bin der Meinung, deutsche Wertarbeit, die kann man zeigen, MAN plus Clue von Niesmann und Bischoff. Und du hast wahrscheinlich es niemals bereut, es gekauft zu haben, oder? Nee, überhaupt nicht. Das ist ja der zweite, wo wir schon haben. Und es wird sicherlich, sagen wir mal, mein letzter sein in dem Sinn. Ich werde das Auto noch die nächsten 5 Jahre fahren, vielleicht auch noch etwas länger. Und wenn ich das mal verkaufe, entweder übernimmt es mein Sohn, dann wird es einmal general überholt oder es wird verkauft. Das Schöne ist, es verliert irgendwann mal gar keinen Wert mehr. Das ist das Schöne. Es ist wie eine schöne Schweizer Uhr, gell? Ja, gut. Sagen wir mal, Wohnmobile haben eigentlich keinen Wertzuwachs im Vergleich wie mit dem Auto. Das sieht bei den Oldtimer anders aus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann einmal insbesondere der Clue, auch die Liner, ein Klassiker sind und, wie du so schon sagst, irgendwann einmal ein gewisses Preisniveau haben werdet. Und ja. Der Vorteil ist, dann darfst du irgendwann mal in 5 Jahren darfst du auch wieder nach Stuttgart reinfahren, gell? Ja, ist die Frage, ob er das dann noch will. Danke, tschüss. Tschüss.